Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by die Mutmacherei. Stellt euch kurz euren Morgen vor, wenn ihr vielleicht Kinder habt. Ihr habt eine Stunde Zeit, um euch vorzubereiten und die Routine ist genau durchgeteilt. Die Zeit ist begrenzt und in diesem ganzen Wahnsinn wollt ihr jetzt auch noch eine gesunde Jause für euch bzw. eure Kinder zubereiten. Genau, und wir Pausenbox machen das möglich. Und zwar verkaufen wir frisch zubereitete Jausen in einer Box verpackt. Eine biologische, regionale Jause ohne Stress am Morgen. Wie hört sich das für dich an? Wir, die Pausenbox, machen es möglich. Ich finde, das hört sich fantastisch an. Herzlich willkommen zum Future Talk. Bei mir sind heute Maggie und Valerie zu Gast von der Pausenbox. Sie haben ja fast alles schon gesagt, aber ein bisschen mehr möchte ich doch noch gerne wissen. Erzählt doch einmal, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, diese Pausenbox ins Leben zu rufen? Also wir haben bei uns in der Schule zwar ein Buffet, was aber relativ arm aufgestellt ist. Also es ist alles relativ teuer und dafür auch weder biologisch noch gesund. Und da ist uns eigentlich die Idee gekommen, dass wir das gerne ändern wollen würden. Vor allem, weil wir halt auch sehen, wie die Schüler konsumieren und zum Biller laufen, ne? Und extrem viel Müll oder ungesunde und ja, nicht nachhaltige Produkte konsumieren. Und wie seid ihr da auf die Volksschulen gekommen? Weil ihr seid zwar noch sehr jung, aber doch dem Volksschulalter schon entwachsen. Wieso ist das quasi eure Zielgruppe? Weil wir glauben, dass wir bei Volksschülerinnen noch am meisten erreichen können. Da sind die Eltern noch am meisten dahinter, um den Kindern eine gesunde Lebensweise beizubringen. Da ist den Eltern das noch wichtig und vor allem in der Volksschule, also so wie war es bei mir, ich glaube bei dir auch, haben die Eltern selbst noch immer die Jausen für die Kinder zubereitet, auch im Kindergarten. Und wir glauben einfach, wenn wir den Kindern von klein auf an gesundes Essen lieben lernen und sie damit aufwachsen, dass sie dieses Wissen dann auch später im Leben verwenden können und anwenden können vor allem. Und was wir so gemerkt haben, auch bei unserem Proof of Concepts, dass es entweder eben bei den jungen Schülerinnen und Schülern gut ankommt, wo es die Eltern quasi in erster Linie die Abnehmer sind und die wir zuerst von unserem Produkt quasi überzeugen, weil die noch genau dahinter stehen, oder sind dann wirklich viel ältere, also Studenten teilweise, die wirklich das Biologische oder ein paar Ausnahmeleute, wie wir zum Beispiel sind, den Wert sehen, das auch bereit sind zu zahlen. Also den Preis für biologisch und nachhaltig sind halt auch die meisten in unserem Alter durchschnittlich, sehen den Wert da drin leider nicht wirklich. Ja, das ist Leute in unserem Alter normalerweise, die gehen gern zum Billa oder zu irgendeinem anderen Supermarkt und kaufen sich dann eine Wurstsemmel, ein Red Bull, ein KitKat, keine Ahnung, Haribos. Und ihr beiden, ihr kriegt so Ausschläge, wenn ihr das nur hört, oder wie ernährt ihr euch denn selber eigentlich, damit wir so ein bisschen wissen, wo ist so quasi die Zielgerade, wo würdet ihr gerne hin oder andere gerne hinbringen? Die Wally ist da die Vorreiterin. Genau, ich esse vegan und wir kaufen auch immer frisch am Markt ein und das machen wir eigentlich beide, die Jausen immer frisch selber in der Früh für uns. Und ich esse, also wenn man pflanzenbasiert ist, sollte man sich eigentlich auch relativ ausgewogen ernähren. Also man kann sich auch unausgewogen ernähren, aber Vorteile gibt es natürlich das andere. Da achte ich schon sehr drauf. Und ich bin da auf der anderen Seite so die Art. Ich bin nicht vegan, aber meine Familie achtet sehr auf biologische und regionale Ernährung. Und ich kenne das nur von mir, dass wir immer nur zum Biomann gehen bei uns im Ort und nur von dem das Fleisch einkaufen und eben sehr darauf achten. Und ich glaube, da wir beide so aufgewachsen sind und auch so leben, haben wir diese Überzeugung und würden das gerne weitergeben, weil wir sehen, dass es nicht so schwer ist und eigentlich einfach ist, sich biologisch zu ernähren und oder vegan. Und gesund einfach. Und gesund, genau. Und man da extrem viel tut eigentlich, für sich selber, aber auch für die Umwelt. Ja, das Bewusstsein muss halt nur da sein. Genau.
Da sind wir beim Thema Bewusstsein. Wenn ich euch richtig verstanden habe, ist es ja auch euer Ziel, Bewusstsein zu schaffen, oder? Wie wollt ihr denn das genauer machen? Weil das muss ja nicht automatisch kommen mit dem Inhalt der Box, oder? Genau, das stimmt. Also es ist natürlich zum einen, dass man mit unserer Box, mit dem Produkt quasi sieht, okay, es schmeckt auch gut und mundet, auch wenn es biologisch und nachhaltig ist, denn halt. Andererseits ist unser Ziel im Endeffekt, dass wir den Kindern das beibringen, was gesunde Ernährung überhaupt bedeutet. Also, dass wir quasi den Inhalt, den wir ihnen verkaufen, auch auf eine Art und Weise näher bringen oder klären. Wie wollt ihr denn das machen, das näher bringen? Haltet ihr da Schulstunden ab oder verteilt ihr Flyer vor der Volksschule? Wie macht ihr das denn? Wenn jetzt das so sein dürfen, ist noch unser kleines Geheimnis. Genau, das ist schon unser USP, woran wir gerade arbeiten. Okay. Weil im Endeffekt die Idee, oder nur zur Erklärung, die Idee an sich, Pausenbox oder Jausenboxen zu verkaufen, kann jeder nachmachen. Das ist etwas, was jeder machen kann. Die Aufklärung dahinter ist komplexer. Genau. Das denke ich mir fast. Na gut, jetzt habe ich gleich noch eine Frage. Ihr seid 18, glaube ich, und ihr verwendet schon so Ausdrücke wie das Produkt und Proof of Concept und euer USP und so weiter. Was habt ihr denn da für einen Background, der euch diese Wirtschaftssprache verwenden lässt? Also wir gehen in eine wirtschaftliche Schule, also bekommen wir die wirtschaftliche Ausbildung. Was bei uns noch zusätzlich ist, ist, dass wir einen Entrepreneurship-Zweig haben. Das hat nicht jede Schule und auch nicht jede Hack. Wir lernen dieses Unternehmertum, wir lernen Startups zu gründen, eine Geschäftsidee auszuarbeiten und bekommen auch wirklich viel Unterstützung, was ganz toll ist. Ich kann jetzt nur als Nebeninformation sagen, ich habe viele Freunde aus dem Gymnasium. Und wenn es bei denen um die Frage geht, wollen sie mal selbst ein Unternehmen gründen, schrecken alle mal gleich zurück und sagen, nein, oh Gott, ein Unternehmen gründen. Ich glaube, wir beide können sagen, dass ein Unternehmen gründen für uns eine sehr realistische Möglichkeit ist und wir auch keine Angst davor haben, weil wir einfach informiert sind und informiert worden sind durch unsere Ausbildung. Und es gibt bei uns in der Schule auch relativ viele Schülerinnen und Schüler, die sich, die teilweise selbstständig sind oder eben jetzt nach der Schullaufbahn oder auch schon in der Schullaufbahn begonnen haben, ein Unternehmen zu gründen. Also es ist echt, zeigt sich. Müssen wir gleich sonst zur Schule werben. My Guess Business Academy. Okay, ich wollte gerade sagen, nur damit da keine Missverständnisse entstehen oder so, eure Schule ist in Wien, gell? Genau. Na, und es ist auch, also es haben sich die Lehrer auch aufgebaut, also den Zweig, den wir gehen. Der hieß schon Peter, Handelsakademie-Zweig, jetzt heißt der Startup-Zweig, ist auch mit dem Lehrerteam so aufgebaut, dass es einfach spezielle Coaching-Sessions gibt, die wir haben. Also es ist schon ein Zweig, für den wir uns auch beworben haben. Also es ging, ja. Also ja, es gibt, da gibt es auch ein eigenes Aufnahmeverfahren und man muss sich da aktiv bewerben. Aber wenn man das schafft, ist das sehr cool. Ja. Erzählt doch noch ein bisschen, wie so für euch die Ideenfindung war und auch dieser Weg, so okay, ja, wir wollen da jetzt so ein Modell einmal entwickeln, vielleicht wird aus dem mal ein Unternehmen, aber irgendwo habt ihr ja auch angefangen quasi mit der Theorie. Nicht? Da lernt man in der Schule irgendwas über, ich weiß nicht, Unternehmensformen oder einen Businessplan oder so. Ja? Und dann gibt es ein bisschen so, was könnten wir tun? Wie läuft denn diese Phase ab? Was könnt ihr da auch anderen jungen Menschen mitgeben, die vielleicht etwas sehen in der Welt, was sie nicht ganz okay finden, aber nicht einmal auf die Idee kommen würden, ein Unternehmen zu gründen oder so. Wie kann man die auch ermutigen ein bisschen? Also uns wurde immer gesagt, also wir waren auch beim Changemaker-Programm mitgemacht und machen mit, wo man eben an seinen Geschäftsideen auch arbeiten kann und eben Probleme, die man erkennt, sich dazu Lösungsansätze überlegen soll und darüber nachdenken soll, was könnte man denn anders machen. Und da wurde uns immer gesagt, in allen Workshops, dass man einfach tun soll, also ausprobieren soll. Und
Ich glaube halt einfach, dass das Wichtigste ist und das merken wir auch immer, dass das einem auch am meisten gibt. Also wenn man, ich weiß nicht, ob das ein Ausflug ist zum Adama Biobauernhof und wir uns die Umgebung anschauen und merken, okay, da kommen die Sachen dann im Endeffekt, können die Sachen herkommen und das verleiht einem nochmal einen gewissen Anstoß zum einen, zum anderen, dass man halt irgendwie dahinter bleibt. Ja, ich glaube, was bei uns oder bei vielen eine Barrikade ist, beziehungsweise dann etwas, das einen abschreckt, dass man oft in der Theorie gefangen bleibt. Also man hat eine Idee und man hat so eine Idee, okay, man hat eine Idee und denkt sich, okay, so und so könnten wir das umsetzen. Aber eben, das ist die Wally gesagt hat, die tatsächliche Umsetzung, das tatsächliche Tun bleibt oft aus, weil man dann zu viel Respekt davor hat. Mhm. Weil dieses tatsächliche Tun, dann denkt man sich, okay, wir sind jetzt doch noch Jugendliche, Erwachsene. Wir gründen jetzt ein Unternehmen, wir machen das jetzt wirklich. Und dann tut man und man macht. Und es ist eigentlich, das ist eben, wie sie gesagt hat, das schönste Gefühl, wenn man dann tatsächlich etwas getan hat und ein wirkliches Ergebnis vor sich hat. Genau. Und man nichts, also ja, man darf eigentlich in dem Sinne keine Angst haben. Also es ist, ja, und nichts ist unmöglich. Ich glaube, das ist auch wichtig, vor allem Durchhaltevermögen. Das unterschätzt man. Wir arbeiten nicht seit einem Monat an Pausenbox, wir arbeiten schon länger daran. Wie lange denn? Was habt ihr schon alles investiert an Zeit und Nerven, Fünfmals und so weiter? Nein, wir arbeiten schon länger als 1,5 Jahre dran. Wir machen es halt auch nebenbei von der Schule aus. Also es ist nicht so, als würden wir 24/7 dran arbeiten. Dann wäre es sicher anders aus. Ja, und wir hatten in dem Sinne ein Proof of Concept bei uns an der Schule, planen gerade den zweiten. Und ja, genau. Ja. Mhm. Können Sie so ganz grob erzählen, ich meine, das ist wahrscheinlich in jeder Woche anders und so Pi mal Daumen, aber wie viel Zeit steckt ihr denn ungefähr in euer Projekt hinein pro Woche? Also man muss da auch noch kurz dazu sagen, dass eben Pausenbox auch in der Schule gefördert wird, beziehungsweise oft unsere Schule Schulaufgaben basierend auf Geschäftsideen sind. Wir mussten einmal einen Businessplan für die Schule ausarbeiten, was dann Hand in Hand geht, bedeutet, wir arbeiten in der Schule, haben Hausaufgaben für die Schule, aber es matcht sich dann ja auch mit Pausenbox mit der Arbeit, was sehr praktisch ist natürlich. Das ist urpraktisch, ja. Es spart auch viel Zeit dann und ist sehr sinnvoll und produktiv investierte Zeit. Ne? Mhm. Das stimmt, wobei ich mir manchmal denke, wenn man irgendwie, also hätten wir jetzt gar keine Schule und wir hätten den Vormittag frei und könnten in unserer Startup-Idee arbeiten, ich glaube, dass wir dann nochmal an einem ganz anderen Punkt stehen würden. Also das ist, ja, macht schon einen Unterschied, ob man berufstätig, sind wir ja in dem Sinne berufstätig mit der Schule oder halt nicht. Mhm. Also man darf nicht vergessen, nur noch immer den ganzen Schulstress. Mhm. Ja, genau. Aber sonst, das, was wir machen, ist immer ganz lustig, wir machen uns immer Meetings aus in der Woche mit Zielen, also wir haben eine Art Zieleplan mit Zielen, die wir erreichen wollen. Ziele, die wir erreichen wollen, ja, das war Deutsch. Genau, dann teilen wir uns die Aufgaben auf. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, weil es summiert sich, die Aufgaben, und es ist wichtig, dass wir die aufteilen. Das ist auch etwas, das man lernen muss, Dinge abgeben zu können. genau, und dann sind das quasi die zusätzlichen Hausaufgaben, die wir auch gut nach Hause nehmen. Genau. Wie habt ihr denn diese Aufteilung gemacht? Hat sich die ganz natürlich ergeben oder habt ihr die quasi mit dem Lineal gemacht oder nach euren Stärken und Vorlieben? Wie seid ihr das angegangen? Das ist eigentlich spannend, weil wir in dem Sinne eigentlich ähnliche Stärken haben. Uns wurde mal gesagt, man soll sich einen Partner suchen, wo sich das differenziert, damit man sich es besser aufteilen kann. Deswegen hat die Mary vorhin auch gesagt, bei uns war das am Anfang nicht so leicht. Also wir haben schon das erstmal rausfinden müssen und jetzt machen wir es eigentlich 50-50, würde ich sagen. Ja. Also weil wir eben ähnlich sind vom Charakter her und Dinge gleich gern machen, teilen wir uns das einfach wirklich 50-50 auf. Ja, oder weniger. Das heißt, ihr habt nicht so eine Aufteilung, eine ist für die, keine Ahnung, Außenkommunikation und die andere für, was weiß ich was, den Businessplan oder irgend sowas zuständig, also so inhaltliche Aufteilungen habt ihr nicht, oder?
haben wir am Beginn festgelegt. Ja. Es überschneidet sich aber immer. Mhm. Also wenn wir jetzt Mails an Leute rausschicken oder so, dann schreibt mal der eine und dann mal der andere. Okay. Die reinkommenden Mails sehen wir eh beide und wir sehen uns halt auch täglich in der Schule. Das ist ja praktisch. Deswegen sprechen wir dann auch immer direkt miteinander. Ja. Wie habt ihr euch denn gefunden für dieses Projekt? Seid ihr schon vorher beste Freundinnen gewesen oder hat es einfach so diese Interessensüberschneidung gegeben? Beides, würde ich sagen. Mhm. Also befreundet waren wir davor auch schon. Und wir waren immer als verstanden, eben, wir haben uns immer verstanden und unsere Interessen und unsere Werte waren schon von Anfang an sehr ähnlich. Und wir mussten wir sollten für die Schule uns Geschäftsideen überlegen. Und dann haben wir natürlich miteinander, also haben alle sich miteinander ausgetauscht. Und dann haben wir uns mit der Idee gefunden. Ich möchte gern mit euch noch ein bisschen genauer über die Pausenbox sprechen. Wir haben uns ja kennengelernt, wo ihr also bei so einem Jungunternehmer Pitch-Abend quasi. Und da hat mir einfach, wie ihr euch präsentiert habt, auch so gut gefallen. Darum habe ich euch heute auch so ein bisschen euren Pitch quasi vorbringen lassen. Aber ich finde, das hat immer den Nachteil, dass man in so kurzer Zeit eigentlich eine doch recht komplexe Idee präsentieren muss. Und ich wüsste gern so ein bisschen genauer noch und im Detail, wie das eigentlich funktioniert. Ihr habt es angesprochen, so man soll sich vorstellen, in der Früh, wenn man Kinder hat und da. Wie ist denn das mit der Pausenbox? Kommt die in die Schulen? Oder kommt die zu den Eltern oder wo kommt die denn hin? Was sind da quasi eure Vertriebswege? Die Box an für sich wird direkt in die Schule geliefert. Mhm. Wir machen gerade unser Proof of Concept mit dem Komponentenkreislauf. Wollen wir jetzt erproben, weil wir eben die Boxen beim ersten selbst hergestellt haben und jetzt beim zweiten Piloten quasi das über einen Catering-Service machen wollen und es wird quasi in der Früh zubereitet, in die Schule geliefert und dort dann ausgeteilt. Genau, und dann doch wieder abgeholt und gesäubert. Also wir haben wirklich eigentlich einen schönen Kreislauf. Wir nennen wirklich den Pausenbox-Kreislauf, weil es wirklich eine Runde ist. Von der Herstellung bis in die Schule wird es geliefert. Und wieder zurück und gesäubert und die Box dreht sich so näher im Kreis. Mhm. Was für die Eltern aber sehr angenehm ist, weil sie sich eben um nichts kümmern müssen in der Früh. Ich kenne das von meinen und auch, glaube ich, von deinen Eltern. Meine Eltern arbeiten beide und haben halt auch einen derartigen Stress in der Früh. Ich hatte das Glück, dass mein Papa mir trotzdem immer brav meine Hause gemacht hat. Aber ich kenne viele, bei denen das nicht so war. Und somit es ist eine Last, die den Eltern von den Schultern genommen wird, so eine Art. Mhm. Andererseits, ja, die Eltern bezahlen quasi ein Abo. Es ist wie mit dieser Schulmilch ähnlich. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Okay. Die wurde ja auch immer, wird in die Schule geliefert, man bestellt es. Die Eltern schließen ein Abo ab und die Kinder freuen sich. Mhm. Und wie macht ihr denn die Abwicklung? Weil irgendwer muss ja schauen, dass das Geld reinkommt und ich weiß nicht, den Vertrag abschließen oder so. Wie handhabt ihr das? Also das ist jetzt am Anfang noch bei uns ziemlich provisorisch, wenn man das so formulieren kann. Mhm. Wir arbeiten eben mit Vorbestellungen, was den Vorteil hat, einerseits für uns, dass wir das Geld im Vorhinein bekommen, damit auch unsere Produkte oder beziehungsweise Lebensmittel, ja, erstens die Komponenten, also Catering-Service und andererseits auch die Lebensmittel abbezahlen können. Eben vor allem für den Catering-Service ist das wichtig, weil der zwei Schülerinnen vertrauen muss. Genau. Und so an sich, die Bestellung ist online, momentan noch sehr provisorisch, aber wir sind in der Planung, eine Website zu machen, damit das alles ganz leicht auf der Website zu bestellen geht. Genau, und das Geld wird uns dann überwiesen und so funktioniert es. Ihr habt es ja, erzählt, schon getestet. Wie lang habt ihr da schon so quasi ein Versuchsstadium laufen gehabt?
Ein kleiner Pilot. Also das war bei uns in der eigenen Schule, dass wir vor Ort auch halt dort sein können. Und das war eine Woche lang mit einer Klasse. Also es war wirklich mal basic, dass wir einfach sehen, wie schmeckt es den Leuten, taugt ihnen das, dass sie jede Pause, also jeden Tag jede Pause eine Jahr so bekommen. Und dass dass wir mal die Geschmäcker so ein bisschen einsortieren können, was gut ankommt vom Inhalt her. Es war jetzt weniger der Kreislauf an für sich, weil wir es eben selbst zubereitet haben und abgeholt haben. Aber genau, das ist quasi jetzt der Plan für den zweiten Piloten, wo wir es komplexer gestalten mit mehr Klassen und den Komponentenkreislauf halt so wirklich auf die Probe stellen. Und ja, aber was man wirklich sagen kann, ist, dass wir, also ich fand, auch der erste, obwohl er klein war, war sehr informativ. Auch weil wir haben ziemlich viele Erfahrungen gesammelt, beispielsweise Sponsoren anrufen und die bitten, dass sie Produkte sponsoren, beispielsweise im normalen Leben, wann kommt man dazu, so ein Jahr? Und das auch sowas, das ist so eine Barriere, wo man denkt, okay, kann man tatsächlich anrufen und bekommt man das dann gesponsert? Das ist sowas, wow. Und im Endeffekt macht man es dann, man ruft an, fragt Unternehmen einfach und das geht alles viel leichter, als man sich eigentlich vorstellt. Was auch eine coole Erfahrung war eigentlich für uns, dass Unterstützung gar nicht so weit weg ist. Man muss nur danach fragen. Das ist eine schöne Erfahrung. Ne? Ihr habt überhaupt schon schöne Erfahrungen geschildert, also so alles ist möglich und man braucht keine Angst haben und man kriegt leichter Unterstützung, als man annimmt und so. Das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Jetzt vielleicht bekommen ja einige Leute schon Hunger, wenn wir so viel über Essen reden, aber wissen noch nicht, was ihnen so das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Bringt doch mal ein paar Beispiele, was ist denn drinnen in so einer Pausenbox? Was sind auch die Ergebnisse, die ihr nach eurem Piloten herausgefunden habt? Was geht da am besten? Am besten würde ja vielleicht trotzdem die Wurstsemmel gehen oder der Red Bull. Aber was tut ihr rein am liebsten? Also jetzt allgemein gesagt haben wir momentan zwei Boxen. Also wir haben eine klassische Box mit tierischen Produkten und dann eine pflanzenbasierte Box. In der klassischen Box, also allgemein gesagt, jetzt ohne den Inhalt zu spezifizieren, gibt es immer ein Weckerl, ein belegtes Weckerl, dann Obst, Gemüse, aber geschnitten, also alles kindergerecht und vereinfacht. Und dann gibt es auch noch einen Überraschungssnack. Da hatten wir jetzt, was sehr, sehr gut ankommt, ist ein Gemüseriegel, also eher das Klassische. Aber wir halten es auch relativ klassisch, also man will gar nicht so, das haben wir auch gemerkt, dass die Schülerinnen gar nicht so viel drumherum haben wollen. Also wir hatten zum Beispiel einmal Karottensticks mit Hummus, das mögen manche, aber es ist dann doch im Durchschnitt gar nicht so das, was viele befürworten, vor allem Kinder, die wollen es eigentlich relativ einfach immer gehalten haben. Also da ist ein Müsli-Riegel und ein Apfel irgendwie dann noch das Bessere, genau. Und allgemein an Umfragen, jedes Kind hat, also man hat gesehen, dass welche Sorte oder welche Gemüseart oder welche Obstsorte am bekanntesten oder am beliebtesten ist, variiert natürlich von Kind zu Kind. Was uns aufgefallen ist, was sehr interessant war, dass die Farbkombination der Box eine wesentliche Rolle spielt. Je bunter, je heller eigentlich die Box ist und je passender die Farben miteinander oder je passender die Farben kombiniert werden, desto eher wird die Box angenommen. Und ja, zum Beispiel hatten wir eine Box, da war ein Salatblatt im Brötchen und das lächelt auch viele an. Also wenn dann was Grünes einem entgegenkommt, das ist dann schon ansprechender, als wenn man quasi nur das Weckerl sieht und gar nichts, also wenn jetzt eine Scheibe Käse drin liegt, dann sieht ein bisschen fader aus, als wenn es halt, genau. Und das ist auch also für uns ganz wichtig, wir wollen es den Kindern schmackhaft machen und eben, dass es denen auch visuell gut schmeckt, nicht nur tatsächlich, sondern auch visuell schön aussieht für sie. Das muss auch kindergerecht angefertigt werden. Das ist natürlich schwer, weil jeder seinen eigenen Geschmack hat. Also es gibt immer Leute, die dann das Salatblatt nicht mögen oder... Genau. Ja, ist nicht. Also es gab dann auch Leute, die quasi die Sachen,
die dann aus übrig geblieben sind in der Box, was wahrscheinlich nicht so was Normales ist. Aber, genau. Aber man kann standardisieren, kann man sehr wohl. Es ist nicht unmöglich. Sonst würden wir nicht hier sitzen. Ihr würdet wahrscheinlich auch nicht hier sitzen, wenn ihr nicht schon nächste Schritte geplant hättet. Also wie geht es denn weiter mit der Pausenbox? Wie wollt ihr das umsetzen, ausrollen? Was kommt als nächstes dran? Wie gesagt, haben wir den zweiten Piloten, den wir planen. Das ist mal unser nächster Step. Und dann wäre natürlich unser größerer Step, dass wir eine Volksschule finden, die mit uns in Kooperation das Ganze als großes Projekt ausprobieren möchte im nächsten Schuljahr. Das ist unser Ziel, dass wir einfach wirklich mit den Volksschülerinnen direkt arbeiten können. Und ja, also der zweite Prototyp, den wir jetzt hoffentlich noch dieses Semester, dieses Schuljahr durchführen können, ist, wie schon gesagt, eben mit diesem Komponentenkreislauf, weil wir einfach gemerkt haben, in der Früh um 5 Uhr aufzustehen und Brote zu schmieren, geht nur bis zu einer gewissen Anzahl an Broten, weil wir dann selbst zur Schule müssen und ist auch auf Dauer sehr anstrengend. Weshalb wir überlegt haben, ob es nicht schlauer wäre, einen externen Caterer zu suchen, der eben alle Ressourcen schon hat und an den wir uns anbinden können. Das sind wir eben momentan auf der Suche, beziehungsweise in Kontakt mit mehreren Catering-Unternehmen. Und ja, wir probieren das jetzt mal in unserer Schule aus, damit wir sehen, ob das alles reibungslos funktioniert, der ganze Kreislauf, weil wir einfach selbst an unserer Schule sind und da noch mitwirken können und alles noch dokumentieren können besser. Und dann, wenn das Konzept funktioniert, wagen wir den Schritt zur Volksschule, zu einer externen. Mhm. Und für wann habt ihr den geplant oder eingehofft? Soll das im Herbst schon losgehen oder die Volksschule dann, ja? Die Volksschule ist genau für nächstes Schuljahr angedacht. Genau, im Wintersemester, Herbst, Winter. Mhm. Ja, und das wollen wir dann noch längerfristig durchführen und da wollen wir es eben professionell angehen. Weshalb professionell machen wir es? Ja, wir machen es immer professionell. Aber dass wir quasi wirklich nur, was eigentlich im Endeffekt unser Ziel ist, dass wir die Komponenten miteinander verbinden. Also wir sind quasi die, die den Komponentenkreislauf anbieten. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen erklären, was ihr genauer unter Komponentenkreislauf versteht? Was sind denn die Komponenten und wie laufen die genauer im Kreis? Na, also es startet natürlich bei denen, die bestellen, also die Eltern quasi. Die sind eine Komponente, oder wie? Genau, klar. Mhm. Also die bei uns bestellen, das muss natürlich erstmal bei uns eingehen. Dann wir, die das alles aufgeben quasi, ins Laufen bringen. Mhm. Und dann haben wir zum einen die ganzen, also grob gesagt haben wir den Caterer, der die ganzen Produkte bekommt, also mit Zulieferer, das dann liefert in die Schule, Volksschule. Und dort dann auch die Boxen wieder einsammelt vom Vortag quasi und dann wieder zurückfährt. Genau. Also jetzt allgemein gesagt, wenn man das Wort Komponenten nicht kennt, wir kannten es auch nicht bis vor ein paar Jahren, ist es einfach, anstelle dessen, dass wir uns selbst um alles kümmern und die Box selber herstellen oder uns selbst alles einkaufen, geben wir das ab. Also wir eben verwenden einen Caterer anstelle selbst herzustellen und wir verbinden eigentlich nur die Standpunkte, die Standorte, um die fertige Box dann zu verkaufen. Mhm. Also wir machen selbst. Also wir stellen sie nicht selbst her. So. Ja, okay. Vielleicht hört das ja jetzt jemand oder sieht jemand diesen Podcast, der die Idee super findet und sagt, hey, ich könnte da mithelfen oder so. Was von den Komponenten habt ihr denn schon unter Dach und Fach und was könntet ihr noch brauchen? Also was soll euch zufliegen über den Sommer spätestens, damit ihr dann in die nächste Phase gehen könnt? Also wir können eigentlich alles gut gebrauchen. Wirklich alles und jeden, weil wir in dem Sinne, also wir arbeiten schon lange an der Idee, aber wir stehen trotzdem noch am Anfang. Und je mehr hilft, desto besser auf jeden Fall. weil wir in dem Sinne auch noch am Anfang vom Testen sind und natürlich noch keine hundertprozentige
Garantie haben, dass alles funktioniert, wie wir uns das wünschen. Ja, aber jetzt allgemein gesagt, Komponenten, die wir suchen würden, wären beispielsweise Essens- oder Nahrungsmittellieferanten, Lebensmittellieferanten, biologisch ist wichtig da, dann auch Catering-Services, obwohl wir momentan mit vielen in Kontakt stehen, kann immer einer kurzfristig abspringen. Also wir sind einfach dankbar über jeden Kontakt, den wir knüpfen können, um jedes Feedback, um jede Hilfe. Und ja. Auch in Verbindung mit Volksschulen, also da sind wir natürlich, da müssen genau. Wir die direkt kontaktieren, sicher, aber wenn das eine Direktorin sieht oder eine Lehrerin oder ein Lehrer, der sich denkt, das klingt doch gut für unsere Schule, also dass wir quasi einen Kooperationspartner finden. Okay. Jetzt interessiert mich unbedingt noch, was euch Mut macht. Was Mut macht. Kurz denken. Ja, schwierige Frage, gell? Über das denkt man oft gar nicht so nach, aber nachdem wir hier bei der Mutmacherei sind, ist das immer so. Gibt ja Situationen, wo man einfach auch Mut braucht und wo kommt der dann her? Also was macht euch Mut? Und die nächste Frage, vielleicht kann man die in einem Aufwaschen beantworten, wofür braucht ihr auch Mut? Ja, also daran habe ich gerade eher gedacht. Also ich merke das immer, wenn ich so in meinem Alltag vor allem bin, dass ich irgendwas brauche, was mich aus meiner Komfortzone rausholt. Also man weiß zwar immer, das ist so ein Standardsatz, man weiß, dass man aus der Komfortzone rausgehen soll, man weiß zwar immer, dass das in dem Sinne anstrengend ist und Mut erfordert auch sehr, sehr oft, aber im Endeffekt immer ein sehr schönes Gefühl hervorruft oder man auch Dinge erreicht, die man sonst nicht so erreichen würde. Und das habe ich jetzt auch erst, wenn ich erst 18 Jahre alt bin, schon, das merke ich auch. Und das gibt mir schon Mut, dass ich mir immer am Anfang denke, gut, der Anfang erfordert jetzt was. Egal, ob bei was das ist, ob das jetzt Schulnoten sind oder ob das Projekte sind, die man macht oder ob das eine neue Sportart ist, die man ausprobiert. Am Anfang kann man es nicht. Und man muss sich das lernen und man muss es ausprobieren und den Mut nehmen, das zu probieren. Aber im Endeffekt erreicht man dann etwas und kann man im Endeffekt sagen, man hat es probiert. Ob es jetzt gelingt oder nicht gelingt. Ich hatte Mut aufgebracht und hat eine neue Lebenssituation ausprobiert in seinem Leben und neue Winkel entdeckt, neue Personen, neue. Ja. Mhm. Und was bringt das dann? Was ist das? Eine Erfahrung auf jeden Fall. Erfahrung, ja. Und Erinnerungen. Also ich muss jetzt bei der Frage an sich auch nachdenken. Ich glaube, also ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen, die Menschen in meinem Umfeld geben mir einerseits Mut. Ich musste irgendwie sofort an meine Mama beispielsweise denken, die ein wirklich super freundlicher und hilfsbereiter Mensch ist, aber trotzdem ihr Ding durchzieht und sich von niemandem runtermachen lässt in ihr. Oder auch an die Buddy. Also wenn man die richtigen Leute hinter sich hat oder neben sich hat, die man bewundern kann, ich glaube, das gibt einem auch Mut, wenn man sieht, okay, die anderen schaffen das, dann kann ich das auch schaffen. Aber andererseits bin ich auch selber die Person, die mir selbst Mut macht. Mhm. Weil ich eben, wie die Buddy so schön gesagt hat, ich mich selbst manchmal aus meiner Komfortzone heraus bewegen muss. Und im Endeffekt, klar, es ist gut und wichtig, ein Netz um sich herum zu haben aus Personen, die einen unterstützen. Aber den tatsächlichen Schritt macht man selber. Und ich kann jetzt nur an uns beide denken, an Dinge, die wir schon erlebt haben. So blöd sich das noch anhört. Aber da... Eben, einem kann selbst eigentlich nichts runterbringen. Man kann alles schaffen, wenn man es wirklich will und wenn man nur genug Mut hat dazu. Und Mut ist oft mit Angst verbunden, aber die Angst muss man nicht, aber die Angst sollte überwunden werden.
Ja. Gute Mutmacherin bist du. ihr seid die super Mutmacherinnen. Da fällt mir auch dieser wunderschöne Spruch ein, ich weiß leider nie, von wem er ist, aber Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Das heißt, dass es da ein Ziel gibt oder einen Wert oder so, etwas, wo man sagt, okay, dafür ist es mir wert, über meine Angst drüber zu gehen oder meine Komfortzone zu verlassen. Ja. Ich finde es auch sehr schön, was ihr jetzt beschrieben habt. Die Mutmacherei arbeitet ja auch auf Basis der positiven Psychologie. Ja. Da gibt es so 5 Säulen des gelingenden Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr das kennst, das Perma-Modell. Ja, ganz lustig. Ich habe nämlich auch von unserer Schule habe ich ein Buch lesen müssen, eben von dem Psychologen Martin Seligmann, glaube ich heißt er, der dieses Konzept erstellt hat. Und ich war ganz, ganz inspiriert und baff von der Theorie. Ja, na super. Na, weil alles, was ihr jetzt gesagt und erzählt habt, kickt ja eigentlich diese 5 Säulen quasi an. Ne? Also fangen wir mal beim E an. Ihr seid total engagiert. Ihr engagiert euch für Nachhaltigkeit, für Umwelt in einem eigenen Projekt. Ja? Das ist schon einmal super. Ne? Ihr habt jetzt beschrieben, wie wichtig die guten Beziehungen, Relationships sind. Ne? Dass es Menschen gibt, die einem unterstützen, dass ihr befreundet seid und zusammenarbeitet und so. Ja? Dann das M, das Meaning, das Sinn im Leben. Ne? Das denke ich mir durch das, was ihr tut, dass ihr euren Werten folgt, ja? Dass ihr was in die Welt bringen wollt, sinnstiftend. Ne? Dann habt ihr so schön erzählt, wie ihr euch Ziele setzt und die so nach und nach erreicht und abarbeitet und wie gut das auch tut, wenn man sich einen Tritt in den Hintern gibt, aus der Komfortzone zu gehen. Ja. Also so dieses Dranbleiben und Accomplishment zu schaffen, ja, ist dann das A. Und noch nicht ausdrücklich gesprochen haben wir über den ersten Buchstaben, das P, die positiven Emotionen, aber ich denke mir, die sind die sehe ich euch an, ja? Wie ihr strahlt, wenn ihr darüber erzählt. Und ich denke mir, das müsst ihr selber beantworten, aber gibt es die auch? Oder ist so eine Betätigung ein reines Frustprojekt? Nein, ich glaube, für uns beide ist das schönste Gefühl, wenn wir eben bei diesem ersten Proof of Concept beispielsweise den Schülerinnen oder den Kindern die Box in die Hand gegeben haben und dann tatsächlich was getan haben. Ich glaube, das war das schönste Gefühl. Oder wenn wir jemanden von unserer Idee erzählen und die Person begeistert ist und dieselbe Mission hat wie wir. Und das ist ein extrem schönes Gefühl, diese Passion zu teilen. Ja. Und das ist sicher immer mit beiden verknüpft. Also es ist nicht alles nur Regenbogen, also das Leben ist kein Ponyhof, aber es ist mit Arbeit verknüpft, aber wenn man eben durch die Sachen, die wir so erreichen und die Dinge, die wir dann auch erleben, geben einem dann wieder so einen positiven Anstoß und zeigen einem dann, wofür wir das eigentlich alles machen und dann gibt man das Ganze mit einer anderen Motivation wieder an. Also auch hier vor allem, wir haben Phasen, wo wir nicht so viel weiterbringen, wie wir gerne tun, oder ich glaube, mit dem kann sich jeder identifizieren, einen nicht so produktiven Tag zu haben, aber im Endeffekt ist das alles wichtig und so klischee-mäßig und was das jetzt auch klingt, aus den Fehlern lernt man wirklich am meisten und die Fehler prägen dich und helfen dir meistens auch viel mehr als dann die Erfolge. Die Erfolge sind wichtig, damit du die Motivation dahinter nicht verlierst, aber ich glaube, wir beide haben durch unsere Misserfolge so eine Art oder unsere Fehler, die wir jetzt hier bei Pausenbox gemacht haben, nehmen wir was mit, ja, genau. Und oft ist ja auch das Gefühl, wenn man dann so einen Rückschlag oder einen sogenannten Misserfolg gehabt hat oder vor einer Herausforderung steht und das dann bewältigt, ja, oder daraus lernt und beim nächsten Mal diesen Fehler nicht mehr macht und dann geht es gut und so weiter. Das ist ja ein ganz anderes, aber auch sehr schönes Gefühl. Ne? Ja. Ist, denke ich mir, hat noch mehr Tiefe fast, ne? Als wenn es zugleich der Erfolg da ist. Ja. Ich glaube, was für uns beide sehr schön ist bei Pausenbox jetzt, ist,
natürlich, wir wünschen es uns sehr und wir arbeiten sehr darauf hin, dass das Konzept funktioniert. Aber selbst wenn es nicht funktioniert, und das ist vielleicht auch für andere eben Jugendliche oder wer, also allgemein Personen wichtig zu wissen, die ein Startup gründen wollen oder eine Geschäftsidee haben, selbst wenn die Geschäftsidee nicht funktioniert, ich kann es jetzt von mir persönlich sagen, ich habe so viel daraus gelernt bis jetzt. Und auch wenn Pausenbox dann nicht mehr existiert, die Erfahrungen, die ich mit Pausenbox gesammelt habe, existieren weiter. Und ich glaube, haben uns beide wirklich viel bis jetzt gelehrt und werden uns noch viel lehren. Und das ist auch wirklich Gold wert, wie man so schön sagt. Ja, gerade in der Startup-Szene merkt man, dass das, also bei uns auch Schülerinnen und Schüler, die einfach was Neues starten und das gelingt dann nicht, aber die dann trotzdem was anderes Neues wieder starten und probieren und an anderen Ideen arbeiten. Und man merkt, dass die Leute sich eben nicht davon abbringen lassen und sagen, okay, gut, das war's jetzt, sondern sie sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt, aber es gibt noch was anderes, wo man cool dran arbeiten kann und wo man was bewirken kann. Und man hat ja einen Impact gemacht. Also ich denke mir selbst, wie du jetzt sagst, wenn wir jetzt nicht alle Volksschulen in Wien, Österreich, weltweit abdecken werden könnten, selbst dann haben wir alleine schon mit der einen Klasse, die wir jetzt gehabt haben, denen mal gezeigt, wie cool man eine Karriere auch so gestalten kann. Also es ist ganz bestimmt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass euch das wirklich auch sehr, sehr weiterhilft, weiterhin mutig zu sein und immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Also ich denke mir, eine bessere Erfahrung als in so jungen Jahren, sich schon in sowas reinzustürzen, kann man gar nicht machen. Haben wir irgendwas noch nicht besprochen? Irgendwas, was euch noch am Herzen liegt, was ihr noch gerne erzählen möchtet? Ich finde es vielleicht noch wichtig zu sagen, dass warum wir das Ganze machen im Endeffekt, weil jeder eine Bewegung eigentlich, also jedes Verhalten, was man tut und jeden Konsum, den man tätigt, man eigentlich eine große Reichweite mit hat. Also es ist sicher eine kleine, wenn man sich selbst beginnt, aber es wird größer und in dem Sinne, was ja auch unser Ziel ist, dass wir das Bewusstsein schaffen, dass man vielleicht nochmal verdeutlicht, dass es wirklich, auch wenn es nur eine eigene Handlung ist, die man tut, aber die enorm viel ausmachen kann. Also wenn ich jetzt Pausenbox ausprobiere und damit in meinem Umfeld dann rede und sage, jo, ich habe nur noch gesunde und nachhaltige Jausen, aber es schmeckt mir total gut, dass man damit andere begeistern kann und dass er schon viel macht. Also ich muss jetzt auch persönlich auf mich eingehen, weil ich das mit dem Vegan-Sein kenne, dass wenn man bei sich selbst beginnt, oder auch wenn es biologisches Essen ist, wenn man bei sich selbst beginnt, man hat nicht immer direkt das Gefühl, dass man damit die Welt verändert, aber man tut es im Endeffekt schon, weil im Endeffekt doch viele Leute nachfragen und man sich mit vielen Menschen darüber unterhält und es sich im Laufe der Zeit, das braucht seine Zeit, aber alles, ob es biologische Ernährung ist, ob es pflanzenbasierte Ernährung ist, sich alles mit der Zeit entwickelt und die Gesellschaft sich hoffentlich anpasst für eine bessere Zukunft. Ja. Durchaus. Es geht nicht so schnell, wie man sich's wünscht, aber es passiert schon was. Also wenn ich mich erinnere, wie so in meiner Jugend, da war noch vegetarisch zu sein, war, das hat es praktisch nicht gegeben. Ja. Und das ist jetzt eigentlich schon eine ganz andere Situation, wenn ich mir anschaue, wie viele junge Menschen sogar vegan leben oder es zumindest probieren und Interesse daran haben. Also das ist schon, da hat sich schon sehr viel bewegt. Ja. Maggie, du wolltest was sagen. Nein, das die Wadi mir eben, bevor ich die Wadi gekannt habe, war Veganismus nicht wirklich ein Begriff für mich. Mhm. Und ich ernähre mich zwar jetzt nicht rein vegan, leider, aber durch dich, du hast mir das näher gebracht und mir eigentlich gezeigt, dass das Veganismus, sich vegan zu ernähren, nicht so weit weg liegt und auch nicht mit so viel Verzicht mit herkommt, als man eigentlich denkt. Und ich glaube, das ist auch für Pausenbox wichtig, beziehungsweise warum es uns so wichtig ist. Dieser Umstieg, für erstens eben sich selbst etwas Gutes zu tun, aber auch dann auch der Umwelt was Gutes zu tun, ist oder wirkt oft so weit entfernt, dieses, ich muss auf etwas verzichten.
Und oh, uff, das ist jetzt nicht normal. Ich muss meine Gewohnheiten ändern und jetzt woanders einkaufen oder kein Fleisch mehr konsumieren. Und das ist dann viel zu anstrengend, so gesagt. Und wir als Pausenbox gehen davor und bieten ihnen eine sehr einfache, sehr naheliegende Lösung und hoffen eben somit und wollen somit eben biologische und dann aber auch eben umweltbewusste Ernährung den Kindern vor allem von klein auf mitgeben und sagen, dass das gar nicht so schwer ist. Ich bin überzeugt davon, dass euch das gelingen wird und dass ihr viele, viele Kinder noch davon überzeugen werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute dafür und danke für eure Zeit und dass ihr zu Gast wart beim Future Talk. Danke dir für die Einladung. This Future Talk was powered by Die Mutmacherei.